Herzlich willkommen zu einem neuen Kraftwerk und es ist großartig, dass du wieder mit dabei bist. Auch heute will ich diese Ankündigung zuerst weitergeben. Ich werde ein Tagesseminar machen mit dem Titel Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes. Es wird um 9 Uhr starten, bis 17 Uhr gehen, 4 Einheiten beinhalten und es findet statt im Gemeindezentrum in Seersheim im netten Weg Nummer 6. Und das alles am Samstag, den 18. November. So, wenn es dich interessiert und du eine Sehnsucht nach Gebet hast, sei dabei. Heute starte ich unser Kraftwerk mit den Worten aus 2. Korinther 12, 9 bis 10, wo uns Paulus eine wirklich kraftvolle Wahrheit weitergibt. Aber Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem mich meiner Schwachheit rühmen. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen, Entbehrungen, die Verfolgung und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In Klammern, in ihm. Inmitten deiner größten Kämpfe, deiner größten Herausforderung verspricht Jesus dir, ich werde zu dir halten und ich werde deine Stärke sein. Tatsächlich soll deine Schwachheit wie ein großes Tor wirken, durch welches Jesus mit all seinen Möglichkeiten in dein Leben kommen will. Egal wie groß der Berg sein mag oder die Probleme sich wie eine unüberwindbare Front aufbauen wollen, genau dann will Jesus zu dir kommen und dir alles sein, was du brauchst. Lies diesen Vers nochmal und dann bleib einfach eine Weile ruhig sitzen. Und danach bringst du jede Not, jede Schwäche zu Jesus und lass einfach jede Sorge bei ihm los. Und dann schau dir an, wer deine Versorgung übernehmen wird, nämlich der allmächtige Gott. Ruf dir seine Verheißung ins Gedächtnis. Meditiere über seine Stärke und seine Möglichkeiten und dann über seine große Liebe zu dir. Und dann spürst du, wie der Heilige Geist ganz neu diese Gnade Gottes zu dir fließen lässt. Und gerade jetzt wechsel vom Bereich der eigenen Kraft in den Bereich der übernatürlichen Kraft Gottes. Je mehr du seine Liebe aufnimmst, desto stärker wirst du ein Zeugnis der Hoffnung für den Menschen um dich herum sein. Auf diesem Weg wird deine Verletzlichkeit ein wunderbares Gnadengeschenk für alle anderen. Diese Jesus-Demonstration in deinem Leben wird zur Einladung für andere, auch diesen Weg zu beschreiten. Du wirst zum Vorbild und zum Beispiel der überreichen Versorgung Gottes. Und damit repräsentierst du wirklich den Herrn, ihn als den guten Hirten, der uns überfließend versorgen will. In Philipper 4, Vers 19 und 20 heißt es, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich angehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott, unserem Vater, gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unser Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.